Frau Linda Ammon, vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Interview. Die Partei sieht sich einer Spaltung von André Poggenburg gegenüber. Wie stehen Sie jetzt da dazu? Naja gut, direkt als Spaltung würde ich es jetzt nicht ansehen. Ich finde die Parteigründung äußerst bedauerlich und äußerst fatal. Also ich schätze, André Poggenburg hat einen der besten Landtagswahlkämpfe gemacht. Er hat 24,6% ergattert. Das ist bisher keinem gelungen. Er ist von einigen wirklich sehr schlecht behandelt worden. Wir haben uns letztes Wochenende in einer kleinen Gruppe noch mit ihm getroffen. Da ging es um alles Mögliche, Strategien und so weiter. Und da haben wir über das Thema gesprochen. Aber eine Parteigründung war damals noch komplett nicht spruchreif. Es war komplett im Wagen. Und ich glaube, diese Ämterschwere, die dann Anfang der Woche passiert ist, die hat ihm den Rest gegeben. Und ich habe tatsächlich menschlich Verständnis dafür. Auch wenn ich es für uns leider bedauerlich finde, denn gerade jetzt im Wahljahr können wir sowas nicht gebrauchen. Was schätzen Sie, wie das jetzt ausstrahlen wird für 2019 und für 2020? Wieso, was ist 2020? Kommunalwahlen. Sachsen-Anhalt. Nee, Sachsen-Anhalt ist meines Wissens nach 21. 21, Entschuldigung, 21. Ja. Gut, ich denke jetzt noch nicht an 21. Für mich ist es erstmal die Europawahl wichtig oder die EU-Wahl und ja, dann natürlich diese wichtigen Landtagswahlen im Osten. Ja. Weil nämlich im Osten, das ist richtungsweisend. Ja. Wir haben die Chance, in Sachsen stärkste Kraft zu werden und auch in die Regierung zu kommen, und zwar führend in die Regierung zu kommen, also ja, nicht als kleinerer Koalitionspartner. Ja. Wir haben die Chance, auch in Thüringen und in Brandenburg zumindest mit anderen gemeinsam gleichzuziehen. Das sind natürlich richtungsweisende Ergebnisse, darauf sollten wir uns konzentrieren. Also alles, was danach kommt, das ist für mich erst nochmal in weiter Ferne. In der Politik passiert ja praktisch sekündlich was Neues. Ja. Insofern sollten wir uns erstmal auf das konzentrieren, was unmittelbar vor uns liegt. Ja. Und wenn man dann sieht, man braucht ja als Partei auch etliches an Kapital, das wird ja wahrscheinlich erst einmal für ihn schwieriger sein, da Kapital auf seine Seite zu ziehen und dann hier groß anzutreten gegen die AfD. Ja, das ist die Frage. Ich weiß es nicht, wer ihn alles unterstützt. Er hat sich wirklich sehr vage ausgedrückt. Er hat gesprochen von Gruppen, die darüber nachdenken. Es ging eigentlich darum, dass er sagt, innerhalb der AfD eine patriotische Kraft zu gründen, die einfach versucht einzuwirken auf unsere Ausrichtung. Von einer neuen Partei war nicht die Rede. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer im Hintergrund steht. Ich weiß nicht, wer alles, ob Mandatsträger dann dabei sein werden. Letztlich hat die AfD damals ja auch mit einfachen Mitteln Wahlkampf gemacht. Die Frage ist, wie groß ist die Bereitschaft im Osten, eine Partei rechts der AfD zu unterstützen? Das kann ich ganz schlecht abschätzen. Wie gesagt, ich war selbst von seinem Austritt total überrascht, weil wir eben am Wochenende noch dieses intensive Gespräch hatten, was über 2 Tage ging. Und wo er auch selber die Risiken natürlich einer Parteigründung schon auch erkannt hat. Aber er sagte einfach, er hat das Gefühl, die AfD rückt zu weit von ihren ehemaligen Positionen weg. Und das kann er nicht mittragen. Also wie gesagt, menschlich ist es verständlich, politisch ist es auch verständlich. Nur für uns ist, also ich bedauere das wirklich. Ja. Vielen Dank, Frau Ammon.